RBB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Am liebsten will die grün-rote Landesregierung gar keine Gentechnik auf den Äckern im Ländle haben. Doch die EU-Minister haben ihr da im Februar einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn sie haben die Genmaissorte 1507 für den EU-weiten Anbau freigegeben. Jetzt will grün-rot zumindest einen Teil der baden-württembergischen Flächen vor gentechnisch veränderten Pflanzen schützen. Seit heute gilt dafür ein spezieller Erlass. Die Kernzone des Biosphärengebiets Schwäbische Alb. Hier soll die Natur möglichst von Menschenhand unberührt bleiben und sich ganz ursprünglich entfalten können. Nicht ganz unbeeinflusst, aber dennoch durch nachhaltige Landwirtschaft geprägt, sollen die Pflegezonen sein. Genmais, vielleicht auch noch in der nächsten Nähe zu den Kern- und Pflegezonen angebaut, das passt vielen Bürgern, aber auch der Landesregierung gar nicht ins Konzept. Deshalb hat die grün-rote Landesregierung beschlossen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um zumindest diese Gebiete vor genmanipulierten Pflanzen zu schützen. Aufgrund der aktuellen Situation, wie sie sich in Brüssel weiterentwickelt, habe ich veranlasst, dass wir als Naturschutzbehörde mit einem Erlass vom heutigen Tag sensible und naturschutzfachlich hochwertige Schutzgebiete wirksam vor negativen Einwirkungen gentechnisch veränderter Organismen zu schützen haben. Ab sofort ist es in Naturschutzgebieten wie den Kern- und Pflegezonen des Biosphärengebiets verboten, gentechnisch veränderte Pflanzen anzubauen. Außerdem soll ein 3 Kilometer breiter Schutzstreifen um die Naturschutzgebiete gezogen werden. In ihm ist die Aussaat von Genpflanzen ebenfalls verboten. Mit diesem Erlass setzen wir einen bundesweit neuen Maßstab, der sich an die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu gentechnisch veränderten Organismen orientiert, aber auch das von uns durchs Bundesnaturschutzgesetz geforderte hohe Schutzniveau für unsere heimische Natur und Artenvielfalt gewährleistet. Die Schutzzone von 3000 Meter orientiert sich dabei an Flugweiten von Honigbienen und Schmetterlingen. Und die Landesregierung wolle sich auch weiterhin gegen den Anbau von gentechnisch verändertem Saatgut stark machen. Für die Neuauflage des Landesnaturschutzgesetzes plane sie nicht nur, dass der heutige Erlass gesetzlich festgeschrieben, sondern auch noch ausgebaut werde. Der Plan sehe es vor, auch die Natura 2000-Gebiete unter dem Schutz vor dem Anbau von Genpflanzen zu stellen. Anlässlich des europaweiten Protesttags gestern fordert der Landesbehindertenbeauftragte Gerd Weimer, dass auch denkmalgeschützte Anlagen und Gebäude barrierefrei gemacht werden. Das Zisterzienserkloster Bebenhausen bei Tübingen, ein Kleinod, das Jahr für Jahr zehntausende Besucher anzieht. Für Menschen mit Gehbehinderungen wird die Besichtigung aber ganz schnell zur Tortur. Ob Rollifahrer, Rollatorenbenutzer oder Krückengeher, die schönen denkmalgeschützten steigenden Holperpflaster hinter dem Eingangstor erschweren oder verhindern das Fortkommen. Das mussten gestern auch die erfahren, die das Problem nicht aus eigener Anschauung kennen. Es war ungeheuer anstrengend. Also das war für mich ein echter Augenöffner. Ich habe nicht gedacht, dass das so schwierig ist. Unüberwindbar erweisen sich oft auch die Hindernisse fürs kleine Geschäft, das durch Barrieren schnell zur großen Sache wird. Oder Zugangstreppen. Barrieren oft, wohin das Auge reicht. All dies soll sich ändern, trotz knapper Finanzmittel, die auch für Sanierungen und Feuerschutz herhalten müssen. Es ist einfach ein Unterschied zwischen dem, was propagiert wird auf den Sonntagsreden und dem, was wir unten sehen. Also ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, der hat Lebenszeit wie du und ich. Und seine Lebenszeit, die tickt halt einfach schneller, weil er möchte Lösungen heute und er möchte Lösungen jetzt haben. Problem erkannt, Problem gebannt. So einfach liegen die Dinge bei denkmalgeschützten Anlagen in der Regel aber nicht. Der Grundkonflikt. Kulturelles Erbe heißt, ich muss in dem Erbe teilhaben können. Da beißt dem aus keinen Faden. Aber gleichzeitig müssen wir, und wir lernen da von den Fehlern unserer Vorgänger, immer extrem vorsichtig sein, bevor wir durch eine vermeintlich geschwind geschickte Lösung was dauerhaft verändern. Ein historischer Stein, der einmal abgebaut ist, kann nicht mehr hingebaut werden. Für Bebenhausen deuten sich indessen praktikable Teillösungen an. Gehbehinderte bekommen ein WC und sollen zum Aussteigen in den Hof gefahren werden dürfen. Ein permanenter Zugang für Mobilitätsbehinderte wäre nach Umbauarbeiten über eine Straße, die ums Kloster herumführt, möglich. Die Kosten werden auf rund 1 Million Euro geschätzt.
Laut dem Tübinger Bundestagsabgeordneten Martin Rosemann wolle die Große Koalition in Berlin mit höchster Priorität ein sogenanntes Bundesteilhabegesetz schmieden. Damit könnten Betroffene gegen entsprechende Missstände klagen. Eine europaweite Antidiskriminierungsrichtlinie fordert auch die Linke. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Die Sonne verabschiedet sich morgen zwar nicht vollständig, aber sie muss in weiten Teilen des Landes mit den Regenwolken konkurrieren. Ob im Norden, Osten, Süden oder Westen, überall wird's nass. Die Temperaturen dazu in Mannheim 18, in Ulm 15, in Konstanz und Freiburg 17 und in Stuttgart 16 Grad. Der Donnerstag verweist besseres Wetter für die Baden-Württemberger. Es hat sich ausgeregnet und die Sonne strahlt neben ein paar Wölkchen im ganzen Land vom Himmel. Dazu steigen auch die Temperaturen leicht an. Im Süden rund um Freiburg und auch Konstanz zeigt das Thermometer bis zu 20 Grad an. Die Handwerkszünfte stehen im Mittelpunkt des Handwerksmuseums Kehl-Kork. Vom Zimmermann bis zum Kürschner, vom Sattler bis zum Fischer sind alle vertreten. Es sind also nicht nur altbekannte Berufe vertreten, sondern auch längst vergessene und ausgestorbene Zweige dabei. Zu sehen ist die Ausstellung jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Dem Leben Kardinal Augustin Beas widmet sich das gleichnamige Museum in Blumberg. Nach seinem Theologiestudium arbeitete er als Professor und schließlich als Rektor des Päpstlichen Bibelinstituts. 1993 richtete die Stadt Blumberg in Zusammenarbeit mit der Erzdiözese Freiburg und der Kirchengemeinde Riedböhringen in seinem Geburtshaus ein Museum ein. Und das ist ganzjährig nach Vereinbarung zu sehen. Nichts ist älter als der menschliche Spieltrieb. Und um den zu befriedigen, haben auch unsere Vorfahren ihr eigenes Spielzeug gebaut. Unzählige Puppen und Spielsachen aus den vergangenen Jahrhunderten präsentiert das Puppen- und Spielzeugmuseum in Rottweil. Ein Ausflug in eine fast vergessene Kindheit ist immer mittwochs bis freitags von 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, samstags von 10 bis 12.30 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr möglich. Die Vielfalt der Natur können Besucher des Staatlichen Museums für Naturkunde in Karlsruhe kennenlernen. Dabei gibt es neben Präparaten, Fossilien und Modellen auch echte, lebendige Ausstellungsobjekte, hinter Glas in diversen Aquarien und Terrarien. Eintauchen in die Welt der Dinosaurier, Insekten und anderer Tiere kann man zu den Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Wir lebten auf dem Land und hatten ein schönes Leben. Als ich 8 Jahre alt war, kamen bewaffnete Männer und haben meine Mutter getötet. Dann haben sie mich und meinen Bruder mitgenommen. Zuerst musste ich für sie waschen und kochen. Mein Bruder sollte Menschen töten. Er hat es nicht getan. Die anderen Jungen und die Männer haben ihn umgebracht. Dann habe ich alles getan, was sie von mir verlangten. Daran möchte ich nicht mehr denken. Als ich 14 Jahre alt war, konnte ich flüchten. Jetzt möchte ich wieder ein normales Leben führen.